Und es ist egal, was andere Leute von dir denken. Zu deiner Beerdigung kommen 10 Leute. Der Rest ist wetterabhängig. Es ist egal, was Leute über dich sagen. Du schaust den Leuten in die Augen, sagst, wer du bist und was du machst. Und wem das nicht gefällt, sorry, fuck them. Tobi, du musst uns einmal helfen. Bist du wirklich in Colombo? Das ist keine Fototapete hinter dir. Das sind Originalfotos aus Colombo. Das sind Originalbilder aus Colombo. Ich hatte jetzt genau eine Woche mein Handy aus und ich musste unbedingt meinen Energiehaushalt wieder in Wallung bringen, weil wir sind ja gerade in einer Phase, wo es bald richtig wieder losgeht. Und da müssen wir alle auf unsere Energie aufpassen. Das ist mir schwer gefallen, eine Woche komplett runterzufahren. Ja, und jetzt bin ich pumped and ready und hungry. Ich bin wirklich neidisch, weil dass ich das letzte Mal 7 Tage mein Handy aus hatte und wirklich quasi mich mir hingegeben habe und irgendwie es mir noch gut gehen lassen. Das ist tatsächlich ein paar Jahre her. Das war Fastenschweigen, Meditieren bei Dr. Rüdiger Dahlke. Eine unglaublich tolle Erfahrung. Ich bin tatsächlich neidisch. Kannst du uns einmal beschreiben, wie sind so 7 Tage? Weil es gibt, glaube ich, Menschen, die haben das die letzten 20 Jahre nicht erlebt. Wie ist das, 7 Tage ohne digital, ohne Ablenkung von außen? Also erstmal ist mir aufgefallen, dass ich im vergangenen Jahr viel zu viel Nachrichten geschaut habe und das hat was mit mir gemacht. Und ich habe teilweise in Keynotes gesagt, und das sage ich auch heute wieder zu euch, mach die Fäkalienmaschine aus. Ich habe es aber teilweise selber nicht gemacht und mein erster Tipp ist heute, ich habe vor einer Woche meine ganzen Nachrichten-Apps vom Handy gelöscht und mein neues Ziel ist, einmal am Tag 100 Sekunden mich zu informieren, was auf der Welt passiert. Und mich ansonsten darauf zu konzentrieren, Mehrwert zu geben, für meine Familie da zu sein und nicht mein Gehirn manipulieren zu lassen. Und mir geht es so gut wie selten zuvor. Wow. Du hast gerade schon gesagt, ne, du hast die Energie so ein bisschen gebraucht. Was hat das für die letzten 12 Monate mit dir gemacht? Es hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich eine Zeit lang selbst in Panik verfallen bin. Ich habe gedacht, oh Gott, wer hat jetzt hier recht? Was ist richtig, was ist falsch? Ich wusste gar nichts mehr. Und habe dann, Gott sei Dank, die Reise nach innen wieder gewagt und die Antwort in mir gesucht. Nicht bei Telegram, nicht bei NTV, sondern in mir, um wieder klar denken zu können. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich wieder ganz normal Tobi sein kann. Und dafür bin ich nach dieser Zeit hier wahnsinnig dankbar. Aber mein Körper hat rebelliert, ganz, ganz stark, wie noch nie zuvor. Ja, und durch dieses Tal bin ich jetzt durch. Und ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Die meisten Menschen schauen heute Abend nicht Greater, sondern Nachrichten und Netflix und Unterhaltungsindustrie. Und das macht was mit uns Menschen. Und wir dürfen das einfach nicht so kleinreden, als wäre das komplett normal. Wenn du hier heute Abend dabei bist, dann bist du ein ganz besonderer Mensch. Du gehörst zu einer Gruppe von Menschen, die anders denkt. Und währenddessen andere schlafen, ja, bringen sich andere jetzt gerade in Position und platzen bald aus diesem Kokon raus. Und um auf deine Frage noch einmal einzugehen, brillante Dinge und Ideen kommen nicht auf ruhiger See, sondern das passiert im Chaos. Und wenn ich ganz ehrlich sein muss, hat das hier richtig in meinem Kopf mal wieder durchgewischt. Und bei einigen musste Staub wischen, bei anderen mit dem Hochdruckreiniger durch und bei mir war schon ein bisschen Kernsanierung jetzt. Aber I'm back, I'm pumped. Ja, du hast schon gesagt, ne? Du hast dich bewusst jetzt dafür entschieden. Warum ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, die Akkus voll zu machen und sich auf Größeres vorzubereiten? Weil so viele Menschen gerade in der Opferhaltung sind. Also ich höre tatsächlich Gespräche, also hier in Colombo am Nachbartisch, aber genauso in der Bahn oder überall. Warum muss mir das passieren? Warum muss ich in einer Zeit geboren sein, wo das passiert? Warum ich? Warum ist mein Business zusammengebrochen? Ja, wen schlägst du denn vor, wem das passieren soll? Also ich finde, wir sollten mal aufhören zu jammern. Und vor allem, große Dinge werden in der Krise geschaffen. Und eine Sache, ich meine, das ist so eine Plattitüde, dann wären wir ein bisschen direkter. Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist optional. Und ich war eine Zeit lang im Leid. Und damit ist Schluss. Wow. Warum geben gerade in diesen Zeiten so viele Menschen auf? Weil du sagst es schon, ne? Ich kann mich da selbst auch nicht rausnehmen, die letzten 12 Monate. Viele Dinge, die im Außen passiert sind, sozusagen, war ich Opfer von. Und das ist nicht immer motivierend gewesen. Warum geben in solchen Zeiten so viele Menschen auf? Weil es einfacher ist. Und du musst dir halt die Frage stellen, ich gehe mal davon aus, dass die Menschen, die hier zuhören, sonst wären sie auch wieder nicht da, wollen mehr im Leben, wollen erfolgreich sein.
Willst du das, was du tust, mehr als andere Menschen? Ja oder nein? Zu welcher Gruppe willst du gehören? Menschen langweilen sich den ganzen Tag, konsumieren. Und die Frage ist halt, ob du in deinem Leben auf einem Trip bist oder auf einem Weg. Und die beste Frage, die beste Sache, die mich wirklich schockiert hat, ist, da ich ja zwei kleine Kinder habe, du hast sie kennengelernt, du warst ja vor ein paar Wochen bei mir zu Hause, ihr mit euren Kindern. Es war einfach wunderbar. Kinder in der ersten Klasse melden sich 42 Mal am Tag. Kinder in der vierten Klasse melden sich 2-mal am Tag. Wir werden eingewickelt von all dem, was wir so machen. Und ich will das gar nicht werten, ich möchte es aber anders haben. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt in diesem Moment darauf zu gucken, was ist noch in dir? Michelangelo wurde mal gefragt, was machst du da? Der hat gesagt, ich hole David aus dem Stein. Lass uns aus dir, wenn du hier zuhörst, deine beste Version entwickeln, aber nicht für dich, sondern für alle die, die gerade schlafen. Mann, 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 wenn du hier gehst, kommen die ganzen Geister aus deinem Körper heraus, die Dinge, die du hättest erleben können. Und die schreien dich an und sagen, ich muss mit dir sonst gehen. Lass uns mal, das meine ich wirklich ernst, Alex, lass uns weitermachen. Welche Ideen, welche Möglichkeiten sind da noch? Und das müssen wir jetzt machen für unsere Kinder, nicht nur für uns alleine, für unsere Kinder und für unsere Gesellschaft, wenn du mich fragst. Ich bin schon wieder in Rage, ich wollte ja ganz ruhig reden heute Abend. Ich bin schon ganz überrascht, ich dachte, da kommt jetzt ein Tobi nach einer Woche Detox, Ayurveda, Massage, und der hier durchs Bild schwebt und uns Weisheiten sozusagen mit einem Puls von 5 über mein den Äther schickt. Mein Akku ist wieder voll. Ja, ich merke das. Ich bin gespannt, wie du nach 2 Wochen drauf bist, dann platzt die Leitung. Aber Tobi, ich glaube, Es nicken alle ganz, ganz groß mit ihren Köpfen vor den Rechnern jetzt da draußen, die vielen tausend Menschen. Aber gesagt ist manchmal leichter als getan. Das heißt, du sagst es halt im Alltag, wir werden von den News sozusagen beeinflusst, die wir uns selbst, von den schlechten Nachrichten, die es da draußen ja auch zu Recht ein Stück weit gibt. Wir nehmen aber mehr die negativen Dinge wahr. Wir haben ein Umfeld, ob es jetzt die Kinder sind, die zur Schule gehen, wir sozusagen an den Schreibtisch oder was auch immer wir tun. Wir haben unser Umfeld. Wie können wir sozusagen in diesen herausfordernden Zeiten, wenn halt von außen die Nachrichten negativ sind, wenn die Umstände nicht leicht sind, wenn ich vielleicht Herausforderungen habe, die real sind, die ja jeder fühlt, wie kann ich dann genau in diesen Zeiten diese Motivation, diese Positivität, wie kann ich da aktiv mein Leben gestalten? Na, das Wichtigste ist erstmal, sich nicht ablenken zu lassen von der eigenen Mission. Und jetzt sage ich was, was vielleicht einigen nicht gefällt. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Sei das Licht und nicht die Motte. Die meisten Menschen sind Motten und schwirren um irgendetwas herum. Und weißt du, das sehe ich halt auch bei Social Media. Die meisten Menschen konsumieren Content. Warum werden wir nicht diejenigen, die Content produzieren? Du bist niemals zu alt, um zu lernen, aber niemals zu jung, um zu lehren. Und jeder hat irgendetwas von euch, was er anderen weitergeben kann. Und dafür gibt's bei Greater und in Deutschland so tolle Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich jetzt in diesem Moment nutzen kann. Und jetzt kommt der Satz, der einiges bei mir durchgewischt hat vor vielen Jahren. Mein Lieblingsmentor kennst du, Les Brown. Where focus goes, energy flows. Es ist alles nur Energie. Worauf richtest du deine Energie? Das Smartphone, was wir von morgens bis abends in der Hand haben, da kam natürlich jetzt gerade die Message beim Einschalten. Sie haben gucken sonst, keine Ahnung, 6 Stunden am Tag da drauf und jetzt 0. Das ist wie ein einarmiger Bandit in Las Vegas. Das macht den ganzen Tag bling, 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 bling. Das sind Erfolgsfaktoren. Das ist ein Einfluss, den das hat. Und ja, deshalb mein ganz großer Tipp, werde Content Creator, anstatt nur zu konsumieren. Was hat dein persönliches Umfeld, mit dem du dich sozusagen täglich auseinandersetzt, mit dem du in Kontakt bist, ob es jetzt privat ist, beruflich, was hat das für einen Einfluss auf, ja, unsere Realität, auf unser Leben? Das kann positiv oder negativ sein. Das kommt ja darauf an, wie dein Umfeld ist. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die, stell dir mal vor, du liegst in einer warmen Badewanne, in deiner Motivationsbadewanne. Wir können auch ganz böse sagen, in der Bubble. Ich könnte jetzt noch böser sagen, in der Bali-Bubble. Da liegst du jetzt drin und es ist alles gut und es ist alles super. Und da kommen Menschen hin und kippen Eiswürfel da rein. Das ist bei einem nicht so schlimm, dann wird es ein bisschen kühler. Aber wie viele Menschen kippen dir Eiswürfel in deine Badewanne? Und dann gibt es Menschen, die gucken dich an und sagen sowas zu dir wie,
da ist was Großartiges in dir, was Besonderes. Das kannst du aber selbst nicht sehen, weil wir immer im Bilderrahmen stehen und nicht das Museum sehen, wo wir in einem Rahmen hängen. Und jetzt ist die Frage, wer sind die anderen Bilder? Wer hängt links von dir? Wer hängt rechts von dir? Und zwischendurch brauchst du mal jemanden, der dich wirklich sieht und dir sagt, du, da sind Menschen in deinem Umfeld, die schreien von morgens bis abends in dein Gehirn, hell no. Und du versuchst, yes zu machen. Das funktioniert nicht. Du brauchst ein Team. Du brauchst Menschen, die, weißt du, diese ganzen Leute, die self-made. Aber Tobi, ist nicht die Gefahr, dass es zu viele Ja-Sager dann in deinem Leben gibt, dass es nur Leute gibt, die dir schön warmes Wasser in den Pool reinblasen, bis du nachher völlig überhitzt in einem 60-Grad-Whirlpool sitzt und nicht merkst, dass auch mal ein Eisbad am Morgen, ein Freund, der dir in den Arsch tritt, der dir auch mal die Leviten liest, dass das nicht auch hilfreich sein kann? Oder eine Bodenschwelle, die dich mal zum Stolpern bringt, die dich stärker macht? 100%, weil auf dem Boden liegst du, wenn du auf dem Boden liegst, verstehst du, wie das Leben funktioniert und gehst noch mehr ins Dienen. Aber es gibt auch Leute, die drehen dir das Wasser hoch und machen das so lange heiß, bis du rausspringst und sagst, es war jetzt zu lange genug in der Badewanne und fang jetzt an, für andere etwas zu tun. Weißt du, manchmal musst du in den Glauben eines anderen glauben an dich, bis dein eigener Glaube einspringt. Du weißt ja, ich fahre eine alte Ente, die hat so eine Schaltung an der Seite und die geht manchmal nicht rein. Und manchmal kommt einer und macht so BÄM zusammen und dann bist du auf der Überholspur. Und das ist so wichtig, Leute. Nicht andere Menschen versuchen zu missionieren oder zu blenden, sondern einfach nicht labern, machen und als Beispiel für deine Familie vorangehen. Du kannst andere Menschen nicht ändern. Punkt. Dich selber zu ändern, ist ein Vollzeitjob. Aber Menschen in Opferhaltung in deinem persönlichen Umfeld zu haben, das ist gefährlich für deine Gesundheit und für deinen Wohlstand. Punkt. Und es ist egal, was andere Leute von dir denken. Zu deiner Beerdigung kommen 10 Leute. Der Rest ist wetterabhängig. Es ist egal, was Leute über dich sagen. Du schaust den Leuten in die Augen, sagst, wer du bist und was du machst und wem das nicht gefällt, sorry, fuck them. Du machst einfach weiter. Für alle, die kein Englisch sprechen, das übersetzen wir jetzt nicht. Tobi, alles verstanden. Ich finde, die letzten Monate waren zum Teil sehr herausfordernd. Aber gleichzeitig, und das haben wir, glaube ich, gerade schon festgestellt, gleichzeitig haben wir durchaus positive Dinge mitgenommen aus den letzten Monaten. Ja, wir haben gemerkt, dass wir unseren Kindern die Haare schneiden können, wenn die Friseure zu sind. Wir haben gemerkt, dass du in Colombo bist und du auch online hier teilnehmen kannst, was wir vielleicht vor einem Jahr nicht gemacht hätten. Also wir haben ja viele positive Dinge gemerkt. Aber gleichzeitig kann ich zumindest von mir sprechen, es fehlt auch etwas. Jetzt weiß ich, dass du ein Bühnenmensch bist. Du bist ein Menschenmensch. Was fehlt dir oder hat dir gefehlt? Und vor allen Dingen, worauf freust du dich wieder in den nächsten Monaten? Mir fehlt das alles so sehr, Alex. Ich habe so viele Momente gehabt. Wir haben das geteilt, als du bei uns beim Esstisch war, wo ich wirklich, und das ist keine Story, bei Rita weinend im Arm lag, weil alles von dem, was ich aufgebaut hatte, plötzlich nicht mehr da war. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, da sage ich, Glück ist ein Kontrasterlebnis. Ich hatte jahrelang nur Sonne im Leben. Und es ist vollkommen in Ordnung, das, was da gerade passiert, das kommt, das bleibt eine Zeit und das geht wieder. Und wenn ich das weiß, dass du und ich und jeder, der hier zuhört, ausgewählt wurde, um in dieser Zeit jetzt auf dieser Welt zu sein, um Verantwortung für andere zu übernehmen, das sind Dinge, die beruhigen mich und die machen mich dankbar. Und ja, ich hatte ganz, ganz viele dunkle Momente. Und wo Licht ist, ist Schatten und wo Schatten ist, ist Licht. Und ich habe mich dann immer wieder dazu entschlossen, zusammen mit dir, auch mit der, du weißt, wir haben die Live-School damals mit Stefan gemacht und so, für die Jugendlichen immer weiter zu geben. Weil ich weiß, wenn wir alle das machen, dann verändert sich das auch auf unserer Welt immer weiter. Worauf freust du dich die nächsten Monate? Ich weiß, dass du jemand bist, der gern auf der Bühne steht, der gern von Menschen spricht. Worauf freust du dich die nächsten Monate am meisten? Ich freue mich darauf, dass Menschen wieder kommen werden zu großen Veranstaltungen. Ich freue mich auf eure große nächste Veranstaltung, die immer wieder kommen. Ich freue mich auf in den Arm nehmen. Ich freue mich auf den Moment, Menschen in den Arm zu nehmen. Weißt du, hier in Sri Lanka, wenn wir von Lockdown reden, und ich will bitte nicht das ganze Thema aufmachen,
ist im Vergleich zu dem, was ich hier erlebe, gar nichts. Du darfst hier nicht mal von einem Dorf ins andere gehen. Hier laufen Menschen überall wie auf dem Mond mit so Schutzanzügen rum, mit zwei Masken übereinander, mit einem Face Shield. Ich freue mich auf den Moment, wo die Menschen da rausgehen und sich wieder in den Arm nehmen und sagen, wow, das haben wir gewuppt zusammen. Wir sind durch diese Zeit gegangen. Und da Glück ein Kontrasterlebnis ist, weiß ich, dass es dann noch besser wird und noch geiler wird. Und ihr dürft euch einfach nur vorbereiten, ihr Lieben. Ihr müsst euch vorbereiten für die Zeit nach dem, was wir gerade erleben. Und wenn du da vorbereitet bist, brauchst du dir keine Gedanken zu machen, weder um deinen Job noch um sonst irgendwas. Für dich ist gesorgt, wenn du jetzt anfängst, dich vorzubereiten. Und dafür gibt's tollen Content hier in den nächsten Tagen mit großartigen Menschen. Und ich bin einfach demütig und dankbar, mini kleine Impulse dir geben zu dürfen. Ja, Tobi, ich dachte gerade fast, dass du dich verplapperst. Nein. Denn wir müssen die Community noch etwas gedulden. Aber wir werden vielleicht dazu noch ein bisschen beitragen später am Abend. Und ich freue mich, dass du auch mit dabei bist. Also nicht heute Abend, sondern sozusagen bei dem, was wir da verkünden werden. Und ich glaube, das eint nicht nur uns beide im Herzen, dass wir uns wieder freuen auf den Moment, wo wir uns in den Arm nehmen können, wo wir wieder zusammenkommen können, wo wir gemeinsam sozusagen Großes feiern können. Und dazu später mehr. Tobi, ein Festival ohne eine Geschichte von Tobi, ein Vortrag ohne eine Geschichte von Tobi ist eigentlich kein Vortrag. Was hast du die letzten 24 Stunden, 48 Stunden, 7 Tage erlebt oder so, was du uns noch erzählen kannst? Ich habe tatsächlich eine kleine Geschichte vorbereitet, die mich sehr bewegt hat. Und zwar möchte ich euch, wenn du mir 2 Minuten gibst, so lange brauche ich ungefähr. Ich möchte, dass ihr euch mal vorstellt. Danke dir, Alex. Ich möchte, dass ihr euch mal vorstellt, dass ihr bei euch in der Stadt, da wo ihr wohnt, in eine Nebenstraße geht. Irgendwas, was dir bekannt ist. Also nicht so eine A- oder B-Lage, sondern eher C. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, dass dort ein Musikgeschäft steht. Also nicht irgendein Musikgeschäft, sondern so eins, das aus der Zeit gefallen ist, was seit Jahrzehnten nicht renoviert wurde. Und irgendetwas in dir bringt dich dazu, dich vor dieses Musikgeschäft zu stellen. Und das ist ein Musikgeschäft, wo von innen einfach verglaste Scheibe ist und das wurde auch ewig nicht mehr dekoriert. Und irgendetwas in dir zieht dich magisch, wie in deinem ganzen Leben dich Dinge magisch irgendwo hinziehen, zu dieser Tür. Und das ist nicht irgendeine Tür, sondern das ist so eine alte Tür, die mal irgendwann aus schönem Holz geschnitzt war, aber jetzt ist sie abgeblättert. Und deine Hand greift an so einen Messinggriff, du drehst den Griff und oben spielen so kleine Glöckchen. Das hast du lange nicht mehr gehört. Du läufst in dieses Musikgeschäft rein, atmest ein und so ein ganz modriger Geruch nach Musikinstrumenten steigt in deine Nase. Du schaust dich um und alles, das gesamte Geschäft ist voller Saiteninstrumente. Geigen, Gitarren, du siehst niemanden, aber plötzlich siehst du an der rechten Seite in der Ecke sitzt ein alter Mann. Also nicht irgendein alter Mann, sondern der sieht so aus wie der Vater von Pinocchio. Der hat so ein Hemd an und Hosenträger und eine dicke Brille und vorne auf der Brille, da ist so eine kleine, so ein Monokel drauf und er liebt das, was er tut. Arbeit ist für ihn sichtbar gemachte Liebe. Und er sieht dich nicht. Und aus irgendeinem Grund stehst du in diesem Geschäft und holst eine Stimmgabel aus der Tasche. Die liegt da, eine alte Ledertasche. Und du schaust die Stimmgabel an, haust einmal mit deinem Finger dagegen. Und ob du möchtest oder nicht, ob dir die universellen Gesetze gefallen oder nicht, ob du das unfair oder fair findest oder nicht, werden alle Instrumente in diesem Geschäft dir diesen Ton zurückspiegeln. Und in dem Moment schaut der Meister auf, nimmt die Brille ab, schaut dir in die Augen, zwinkert dir einmal zu, weil jetzt hast du verstanden, wie das Gesetz der Resonanz funktioniert. Und dieses Musikgeschäft in diesem Innenraum ist dein Leben. Die Welt ist nicht, wie sie ist. Die Welt ist, wie du bist und wie ich bin. Tobias, herzlichen Dank. Nicht nur für die rührende Geschichte, die uns das immer wieder vor Augen führt, welchen Einfluss wir auf unser Leben haben. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich
weiß, dass du gleich wieder dein Handy ausmachen wirst für die ganze Woche, dass du es extra für uns, für die Community angemacht hast. Dafür danke ich dir herzlich und liebe Grüße nach Colombo. Hab eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss, Tobias. Tobias Beck.